Ich begrüße euch herzlich zu einem neuen Kapitel unseres MOOCs in der Limnologie. Es geht heute um gefrorenes Wasser, und zwar um das Wasser in der Kryosphäre. Sie werden einige Folien auf Englisch sehen, es werden auch Bezüge zur aktuellen Literatur dabei sein, weil es doch ein recht junges Wissenschaftsgebiet ist. Es geht darum, wie sich eine Eisbedeckung auf ein stehendes Gewässer auswirken kann. Und wenn man sich vorstellt, wenn jetzt zum Beispiel normal der Wind auf die Wasseroberfläche eingreifen kann, sodass sich die ganze Wassersäule mischen kann, so wird dies durch eine Eisbedeckung vorerst unterbunden. Also dieses Durchmischen, von dem wir in einem anderen Kapitel gehört haben, was dann zu diesen jahreszeitlichen Schichtungen kommen kann, das fällt aus. Beziehungsweise haben wir auch den Effekt, dass sich Eisdecken wie ein riesengroßer Filter für das Wasser darunter auswirken können. Das heißt, dass nur wenig Licht durch kann und sich somit für phototrophe Organismen auswirkt. Viele Seen in Polargebieten speziell sind permanent von Eisdecken bedeckt. Bei uns in den Alpen findet man dieses Phänomen kaum noch. Bis in den 70er, 80er Jahren hat man zum Beispiel im Ötztal bei uns noch sehr, sehr wenige Seen gefunden, die das ganze Jahr zugefroren waren. Das eigentlich eine reine klimatische Besonderheit waren. Das findet man bei uns in den Alpen jedoch nicht mehr. Bei uns dauert eine Eisbedeckung ungefähr im Schnitt 7 bis 8 Monate, und durch den Klimawandel haben wir auch einen abnehmenden Trend. Aber nun zur Sache: Die Kryosphäre, wie wir sie bezeichnen, als junges Wissenschaftsgebiet, bezeichnen wir heute als Lebensraum. Es mag etwas paradox klingen, wenn wir sagen, da wo es kalt ist oder da wo das Wasser gefroren ist, finden wir einen Lebensraum. Wenn man ihnen jetzt sagt, in ihrer Gefriertruhe könnte potenziell mikrobielles Leben leben, dann wird man vorerst einmal den Kopf schütteln. Dazu braucht es natürlich einige Begebenheiten dazu oder Voraussetzungen. Aber was ich Ihnen da vorstellen möchte, ist zum einen einmal die Lebensbedingungen, die man in der Kryosphäre findet. Was braucht man, um dort zu überleben? Weil nicht jeder Organismus kann natürlich einen Gefrierprozess überdauern oder überhaupt überleben. Wenn man sich den Menschen vorstellt, wird das Einfrieren natürlich nicht schaffen. Dann geht es auch um verschiedene Eisökosysteme. Das älteste, das bekannt ist, ist das Meereis, auch das größte natürlich, das schon sehr lange beschrieben worden ist. Dann gehen wir ins Süßwasser, wobei wir uns alpine und polare Seen näher anschauen. Wir werden uns etwas vertiefen in einem späteren Kapitel über glaziale Systeme und auch über die Atmosphäre. Wenn wir dann über die Kryosphäre sprechen, geht es auch über dieses Miteinbinden in andere Lebensräume. Wie ist das Ganze verzahnt? Wie werden Nährstoffe dort generiert bzw. weitergegeben, genutzt? Und dort sprechen wir darüber, ist die Kryosphäre praktisch ein Depot von Nährstoffen oder ist es wirklich für bestimmte Organismen wie eine Oase, weil sie vielleicht wenige Feinde haben, um dort ihre Nische zu finden? Und was ist auch die Langlebigkeit dieser Eisökosysteme? Wenn wir uns in Richtung Klimawandel bewegen, müssen wir uns auch etwas unterhalten, was hat der Mensch dabei für einen Einfluss? Wie kann der Mensch die Kryosphäre beeinflussen? Dass die Gletscher abschmelzen, dass große Stücke vom Eisschelf abbrechen, ist jedermann bekannt. Aber es gibt auch andere Dinge, wo der Mensch seinen Fußabdruck hinterlassen kann. Beziehungsweise, was hat jetzt die Kryosphäre auch speziell mit Tourismus zu tun? Und es gibt noch kleinere Ausblicke, wie man die Kryosphäre besser beobachten und auch messen kann. Das wäre der Fahrplan für unser Kryosphärenkapitel. Vorerst noch stellt sich natürlich die Frage, warum macht man überhaupt Forschung in der kalten Biosphäre? Warum ist das so interessant? Und da gibt es sehr viele gute Argumente dafür. Zum einen mal die Fläche, weil man ca. 14% der Erde als polar bezeichnet.
Das ist einmal eine Fläche, die nicht zu verleugnen ist. Weitaus wesentlicher ist das Süßwasser oder der große Anteil von Süßwasser mit ca. 3/4 des gesamten Vorkommens, welcher als Eis gespeichert ist, was natürlich eine riesengroße Ressource ist. Dann ein weiteres brennendes Kapitel im wahrsten Sinne des Wortes sind die Permafrostböden, die jetzt durch die Temperaturerwärmung langsam auftauen. Diese Permafrostböden, die jetzt an der Eisdicke verlieren, geben auch zum Teil Methan frei, welches man auch entzünden kann natürlich, aber Methan ist natürlich auch für unser Klima nicht sehr förderlich. Und das hat auch sehr viele wirtschaftliche Implikationen, weil zum Beispiel Verfestigungen oder Straßenbauten oder überhaupt Gebäude auf Permafrostböden nicht mehr gesichert sind. Kleines Beispiel wieder aus den Alpen. Es müssen einige Berghütten versetzt werden, weil eben der Permafrost nicht mehr die Stabilität gibt. Oder das aktuellste Beispiel oder prominenteste, das Sonnenblick-Observatorium im Salzburger Rauris, welches ebenfalls auf Permafrost gebaut ist, musste ebenso saniert werden, weil die Stabilität nicht mehr gegeben war. Als kleiner Seitenhieb außerhalb unseres Planeten beschäftigt man sich natürlich auch immer mit anderen Planeten, welche Eiskörper haben oder welche mit Eis überzogen sind, wo man Spekulationen anstellen kann, könnte dort Leben sein, in welcher Form auch immer. Und da werden eben viele Polargebiete oder auch Hochgebirgsgebiete herangezogen, um als Analogstandorte zu dienen, um dort Modelluntersuchungen durchzuführen. Und dann noch als sehr spekulative Frage stellt sich auch diese Hypothese: Ist das Leben auch oder kann das Leben aus der Kälte entstanden sein? Diese Frage möchte ich nur in den Raum stellen, das wird in dieser Vorlesung nicht behandelt. Aber nur als Ansporn, was die Atmosphäre, was die Kryosphäre alles impliziert an Überlegungen.